Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über die letzte Begegnung Jesu mit den Jüngern. Ja, und sie ist beschrieben so im Evangelium Lukas. Ich lese Evangelium Lukas 24. Dass sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin's selber. Fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat kein Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und da er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Wie ist Jesus? Er merkt die Jünger, die eigentlich ihm immer geglaubt haben. Aber jetzt ist etwas Besonderes passiert. Er war tot. Die haben das Ganze erlebt. Und er ist jetzt auferstanden. Und sie können es noch nicht so richtig glauben. Und Jesus hilft ihnen. Der sagt nicht, warum könnt ihr nicht glauben? Nein, er zeigt ihnen die Hände, die Füße. Bitte berührt mich. Schaut mal, ich bin richtig auferstanden. Er hat so ein Mitgefühl auch mit Menschen, die nicht so gut glauben können. Und weiter sagt er Folgendes: Dass sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück vom gebratenen Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und er sprach zu ihnen. Ja, er hat sich gezeigt, er hat die Füße, Hände gezeigt, und dann sieht er, sie glauben noch nicht richtig. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt: Habt ihr was zu essen? Und dann geben sie ihm Fisch und Honigseim, und er isst. Und er merkt, und sie merken also, er kann essen, er ist ganz normal auferstanden. Sein Körper ist da. Ja, es war auch trotzdem irgendein besonderer Körper. Er hat gegessen, er hat getrunken, aber er konnte auch über die Wand gehen. Wie er auch erschienen ist einfach. Und es geht ihm immer um diesen Frieden. Friede sei mit euch. So wunderbar. Und danach öffnet er ihnen die ganze Schrift. Also darüber war doch in der Schrift oder ist geschrieben, und ich habe euch schon darüber erzählt, und er erklärt ihnen, und hier passiert etwas, ihr Verstand öffnet sich und sie können es wirklich begreifen. Sie sind voll Freude. Und die letzten Worte, die sind ganz wichtig, denn er spricht zu ihnen. Eigentlich, sie bleiben jetzt als Apostel, als Menschen, als Christen, die über ihn erzählen werden. Und es wird stehen, diese Gemeinde Jesu. Es werden viele Menschen aus vielen Völkern zu Jesu kommen, und da gibt er ihnen diese Aufgaben. Ich lese gerade. Also ist geschrieben, und so musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben von Jerusalem und weiter. Ihr aber seid das alles Zeugen. Ja, ihr seid Zeugen. Und ich siehe, ich will euch senden, auch diese Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude. Schaut mal, das ganze Evangelium noch mal kurz gefasst. Ihr habt es jetzt gesehen. Ihr müsst es weiter sagen. Ja, ich bin gekommen, gestorben, um eigentlich diese Sünde der Menschen zu tragen. Aber die Leute müssen Buße machen. Die müssen also wirklich bekennen, dass sie Sünder sind, und annehmen im Glauben, das, was ich ihnen schenke, die Vergebung. Und dann kommt noch dieser wichtige Satz, und es passiert noch etwas. Ihr bekommt diese Verheißung über den Heiligen Geist. Ihr bekommt den Heiligen Geist, der euch führen wird und leiten. Aber was ist dieser Heilige Geist?
Wie ist er? Wie kommt er? Wie wird man ihn sehen in euch? Man wird sehen, ihr bekommt Kraft. Euer Charakter wird sich verändern. Ihr bekommt Geduld, viele Sachen zu tragen. Ihr werdet freudig sein, wie jetzt auch in Schwierigkeiten. Ihr werdet wirklich von mir bekommen, diese Kraft durch den Heiligen Geist. Und ihr könnt Zeugnis sagen, wo es auch ist. Ihr könnt auch dann beherrschen sich selber. Das ist ganz wichtig, diese Kraft haben. Und die Leute werden merken, ihr habt etwas Besonderes. Diese Kraft. Und ihr werdet gehen bis in alle Länder dieser Welt und erzählen von Jesus. Die Gemeinde Jesu wird wachsen. Und das ist so wunderbar, so wunderbar. Und er segnete sie und dann ging er zum Vater. Das war das letzte Gespräch mit Jesus. Wir sollten es noch einmal lesen, wirklich diese Details alle, die da waren. Und wie Jesus ist, wie er liebt die Menschen, wie er geht auf sie zu und stärkt ihren Glauben. Amen.